Wichtiger Disclaimer: Wenn aus Versehen die Aktie, bei der ihr investiert seid, dabei sein sollte, dann tut es mir leid und es ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Ich werde euch heute aber 5 verschiedene Aktien zeigen, die jeweils stellvertretend für eine Gattung stehen, die ich schlicht und einfach nicht kaufen würde, weil ich glaube, dass man hier keine außerordentliche Rendite erzielt, in einigen Fällen sogar ein Totalverlust. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal und deswegen der ganz wichtige Hinweis, ich werde dieses Jahr auf der World of Trading sein am 22. und 23. September. Alle Details, wann, wo, wie, 2 Vorträge werden es sein, die werde ich dann noch mit euch teilen. Aber wenn ihr Lust habt, euch das schon mal in den Kalender einzutragen, es würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort vor Ort in Frankfurt dann treffe. So, und jetzt sprechen wir über Aktien, die man nicht kaufen muss. Stellt euch den riesigen Disclaimer, der in klein sowieso unter jedem Video steht, mal ganz groß vor. Das hier ist nur meine persönliche Meinung. Und es geht mir auch nicht explizit um diese 5 Aktien, die ich euch gleich zeige, sondern die stehen stellvertretend für eine Art von Aktien, bei der ich sage, das ist für die Privatanleger, und ihr werdet sehen, die meisten Institutionellen sind sowieso nicht drin, keine gute Idee, hier eine außerordentliche Rendite zu erwirtschaften. Ganz kurzfristig im Trading ist das ja immer möglich. Du kannst also auch mit einem Penny Stock oder einem totalen Schrottwert kurzfristig Geld verdienen mit richtigem Timing. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass diese Aktien vermutlich in vielen Privatanlegerdepots schlummern. Und das meines Erachtens zu Unrecht. Zuerst blicken wir nochmal hin und wieder habe ich solche Warnvideos ja gemacht. Ich gehe jetzt nicht alle Werte mit euch durch. Also hier, diese beliebten Aktien gehen auf Null, habe ich gesagt, vor rund 6 Monaten. Und wir machen mal ganz kurz den Reality-Check. AMC Entertainment, wo sind die mittlerweile? AMC, jetzt könnte man natürlich denken, oh, sie stehen ja viel höher bei 12,43. Ja, das war ein Reverse-Split. 10:1, das heißt also, ihr müsst euch ein Zehntel dessen vorstellen, also 1,2. Und gegenüber dem Kurs von knapp über 5 Dollar ist das noch nicht ganz ein Totalverlust. Ich glaube, er wird kommen bei AMC. Und insofern erwarte ich nicht, dass man hier allzu viel Positives noch in nächster Zeit erwarten sollte. GameStop, 17 irgendwas. Wo waren sie zum Zeitpunkt, als ich hier besprochen habe? Das sind noch nicht. 21, 22, also haben sie noch ganz gut gehalten. Auch ein deutlicher Verlust. Wir gehen mal weiter. Bed Bath & Beyond zu dem Zeitpunkt bei ja, 2 Dollar irgendwas. Ne? Und jetzt gucken wir mal, wir müssen mittlerweile ein anderes Kürzel nehmen, denn die sind an den Pink Sheets mittlerweile abgerutscht. Das ist noch unter OTC. Also da endet ein Börsenleben 0,21. Ich denke, der Totalverlust, den können wir hier verbuchen. Dann hatte ich noch 2 mehr hier drin. Eine auch, bei der ich bisher nicht so ganz richtig gelegen habe. Ja, lädt gerade ein bisschen langsam, aber ich sag's euch, das ist mein Nicht-Volltreffer gewesen. Affirm. Habe ich so ein bisschen mit Klarna verglichen. Die Aktie ist ein Tick schwächer, meine ich, als ich das im Video besprochen habe. Sorry, dass das jetzt hier gerade hängt. Aber finally, nö, das dürften sie gewesen sein. Ach nee, ich hatte noch einen mehr. Hier, Peloton. Und den nehmen wir auch hier mit rein. Peloton, ja, bei 5,38. Als ich sie besprochen habe, war sie bei 13. Der Weg bei Peloton führt meines Erachtens in Richtung 0. Nochmal der Disclaimer, nur meine Meinung. Schimpft nicht auf mich, wenn ihr die Aktie im Portfolio habt. Überlegt, warum die Aktie überhaupt steigen sollte, gerade erst wieder katastrophale Quartalsergebnisse. So, und jetzt gehen wir einfach mal random, damit es nicht heißt, ich suche mir hier welche aus, auf eine Seite Wall Street Online. Selbstverständlich gibt es die meistgesuchtesten Aktien auch auf anderen Portalen. Wir nehmen jetzt mal die hier. DAX auf 1, das ist logisch, wird am häufigsten gesucht, besprochen und so weiter. Und auf 2 haben wir dann schon TUI. Warum würde ich eine Aktie wie TUI nicht kaufen? Sie steht stellvertretend für die sogenannten Rebound-Stocks. Also, was mal gut ja war, wird doch wohl irgendwann sich auch wieder erholen. Guckt mal, von wo TUI kommt. Das ist eine furchtbare Herangehensweise,
bei der Analyse. Das hat auch, ohne dass ich auch nur ansatzweise miteinander vergleichen möchte, TUI steht meines Erachtens viel schlechter da, gerade erst wieder ein neues All-Time-Low gemacht als eine PayPal. Aber auch dort war häufig genug die Begründung, naja, PayPal stand doch mal viel höher. Man muss sich im gleichen Zeitraum angucken, eine Aktie wie Booking. Ja, man kann also nicht sagen, die Reisebranche ist nicht so gut gelaufen. Die hat sie geradezu geboomt in den letzten Monaten, im Prinzip seit dem Reopening. Und TUI ist ein klassischer Turnaround-Wert. Turnaround klingt aber für mich zu positiv. Why? Meines Erachtens haben viele Privatanleger viel zu viele Turnaround-Stocks in ihrem Portfolio. Das ist nicht sinnvoll. In dem einen oder anderen Fall darf das durchaus mal funktionieren. Ich muss das aber heute so pauschal sagen. Bitte setzt nicht so viel auf Rebounds. Ja, in einem sehr starken Wert, der dann über einen ganzen Zeitraum eine Korrektur vollzieht, der aber langfristig immer noch stark dasteht, auch hinsichtlich der Ergebnisse. Ja, der Preis ist letztlich nur sichtbar geworden, was der Markt von dem Unternehmen hält. Da ist das was anderes. Schwächephasen sind bei starken Aktien Nachkaufphasen. Aber TUI war ja schon seit Jahren keine starke Aktie mehr. Nächste Aktie bzw. Gattung. Innocan Pharma. Ich habe mich mit dem Unternehmen jetzt nur ganz kurz beschäftigt und wir schauen uns an, sie haben wie so viele richtig gemacht, ja, mitten in den IPO-Hype hinein an die Börse zu gehen. Und bei Innocan Pharma handelt es sich um einen Small Cap. Marktkapitalisierung 70 Millionen. Wichtig, 70 Millionen Marktkapitalisierung sind nicht wenig. Aber schaut euch an, was derzeit an VC und PE-Kapital durch die Gegend schwirrt. Momentan ein bisschen weniger, aber es sind immer noch Milliarden, Hunderte von Milliarden. Venture Capital und Private Equity Capital. Wenn du das nicht generieren kannst, und das findet bei den starken Unternehmen, deswegen kommen die häufig erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Börse, schon vorher statt, dann findest du ja Investoren, die dazu führen, dass du meist dann zu einer höheren Bewertung schon an die Börse gehen kannst. Wenn das überhaupt nicht der Fall ist und ihr diejenigen sein sollt, die an dieses Geschäftsmodell glauben, dann darf man das durchaus mal in Frage stellen zumindest. Ja, es wird immer mal einer dabei sein von diesen super Small Cap Stocks. Ich wusste übrigens schon vorher, dass es sich wahrscheinlich um eine kanadische Aisin handeln würde. Bei kanadischen Aisins, das muss man so klar sagen, außer bei den Large Caps und den ganz großen, ja, diesen Mega Caps, muss man vorsichtig sein. Die Auflagen, das seht ihr gerade auch im Rohstoffsektor, sind viel niedriger. Das heißt, es ist kein Zufall, dass sie so viele Aktien mit einer kanadischen ISIN findet, die in Deutschland dann auch noch mit höherem Volumen gehandelt werden, als möglicherweise an der Börse in Kanada oder in den USA. Das ist kein gutes Zeichen. Investor Relations gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Nicht auf Französisch, nicht auf sonst irgendwie. Warum? Weil man hier vielleicht deutsche Investoren, vielleicht durch die Art und Weise der Berichterstattung im Kopf hat. Auch hier ein wichtiger Punkt, ich muss mich ein bisschen kurz halten, aber das sind alles entscheidende Dinge. Es gibt dann häufig gewisse Börsendienste, die dafür bezahlt werden, euch diese Aktie schmackhaft zu machen. Man muss nämlich, wenn man kein Geld verdient, Kapitalerhöhungen machen und dafür braucht man Anteilseigner. Im schlimmsten Fall, das ist noch nicht mal verboten, werden dann in diese Bereitschaft der deutschen Aktionäre, so eine Aktie zu kaufen, werden Aktien schön verkauft, und zwar vom Management. Und jetzt kann man natürlich fragen, wenn man an die große Revolution im Marihuana- bzw. Cannabis-Sektor glaubt, dann wird man wahrscheinlich ja auch ganz kräftig selbst investiert sein. Das kann man sehen. Man kann sich die auch ein Unternehmen, bei dem wir uns die Frage stellen, was sind eigentlich die Ziele, muss natürlich seinen Quartalsbericht mit uns teilen. Ihr könnt dort die Cash-Bestände sehen und so weiter. Die sind relativ mager, aber ihr könnt zum Beispiel hier bei simplywallstreet.stocks, da bin ich jetzt gerade sehen, könnt ihr euch anschauen, was verdient eigentlich das Management? Und dass die Geld verdienen, ist vollkommen in Ordnung. Sie bekommen dafür auch einen Bonus in Form von Aktien und Optionen. Auch das ist in Ordnung, aber damit hat man natürlich einen gewissen Anreiz,
dass der Kurs auch steigt. Denn meist sind diese Optionen aber nicht immer. Teilweise dürfen sie auch einfach ausgeübt werden, ohne dass es einen bestimmten Aktienkurs dafür braucht. Dann kommen einfach mehr Aktien auf den Markt. Worauf es mir in diesem Fall ankommt, ist aber, das Management directly owns 1.1% of the company shares worth 1,2 kanadische Millionen kanadische Dollar. Sieht man hier auch nochmal. So, Ownership ist Private Companies, 19%, das sind von 70 Millionen ja auch nicht so viele. Individual Insiders, das sind also die Institutions, praktisch gar nicht. Dann haben wir hier noch das Management mit drin. Den Rest hält General Public, also ihr. Wenn hier Mega-Wachstumsraten erwartet werden. Und nochmal, es kommt ja nicht auf das Unternehmen an. Vielleicht wird ja InnoCan Pharma durch die Decke gehen. Warum zum Teufel beteiligt sich denn keiner, der die Insights schlechthin hat, an dieser Aktie? Oh, sorry, ich bin nicht angemeldet hier. Also, und dazu haben wir auch noch, hartnäckig, ne? Dazu haben wir auch noch Share Dilution. Sorry, ich bin hier nicht angemeldet. Ich habe mir das einfach nur genommen, weil es so schön zu sehen war. Man kann es auf Reuters, Bloomberg auch sehen, aber das sind freie Informationen. Warum also kommen denn permanent neue Aktien auf den Markt? Small Caps, Vorsicht, genau hinsehen, insbesondere, wenn sie wirklich fast gar kein Geld verdienen. Und selbst bei 70 Millionen ist dann natürlich ein Umsatz von 3 Millionen oder 6 Millionen, ist aus meiner Sicht zu teuer. Nächste Art von Aktien sieht man hier, wenig überraschend, sind wahrscheinlich ein bisschen, hier abgerutscht auf Platz 4. Warum sind die abgerutscht? Weil der Preis gefallen ist. Und Volatilität in Form steigender Preise zieht Aktionäre an. AMC Entertainment wird meines Erachtens irgendwann in den nächsten 6 bis 36 Monaten das gleiche Schicksal ereilen wie Bed Bath & Beyond. Es war mal der Meme Stock. Man muss es mal logarithmisch zeigen, dann wird dieser, ja, das kann man das überhaupt noch darstellen. Also, wir waren mal bei 400 irgendwas und man wollte mit diesem Meme Stock der Wall Street mal das Handwerk legen und so weiter. Jetzt gab es hier ebenfalls negative Meldungen. Meme Stocks, niemandem legt ihr das Handwerk, wenn ihr eine Aktie kauft. Auch der Wall Street nicht. Und ja, hier haben einige Shortseller geblutet. Wer das Ding immer noch im Portfolio hat, der hat aber wahrscheinlich noch deutlich mehr geblutet. Meme Stocks sind nichts fürs Trading, wenn dann fürs ganz Kurzfristige. Aber bitte zu sagen, naja, Entertainment zieht doch immer irgendwie, schaut euch das Geschäftsmodell an. Meme Stocks sind gefährlich, ist für kurzfristige Zockerei vollkommen in Ordnung, aber sowas sollte man nicht langfristig im Portfolio haben, weil die Aktie ja schon mal bei $355 stand. Jetzt steht sie bei 12 und das ist die Realität. Next in dieser Reihe. Also ich lasse jetzt mal die, weil ich sie letztlich schon via Small Cap Warnung besprochen habe, lasse ich jetzt mal die Gold- und Silber Explorer raus. Schaut euch genau an, ich habe es vorhin, glaube ich, den Gedanken nicht zu Ende geführt, die Pusher-Dienste, so möchte ich sie jetzt mal nennen, die sich mit diesen kleinen Werten beschäftigen. Ja, da kann mal Gold dabei sein, im wahrsten Sinne des Wortes. In 9 von 10 Fällen ist kein Gold dabei. In 9 von 10 Fällen sind das Absichtserklärungen. Und wenn diese Börsendienste dafür Aktien erhalten, dann müssen sie das unten in den Disclaimer reinschreiben. Wenn Sie Aktien halten und diese Aktien gegebenenfalls zu jedem Zeitpunkt verkaufen, dann müssen Sie das in den Disclaimer reinschreiben. Und weil Sie auch wissen, dass es sonst ziemlich auf den Sack geht, machen Sie das auch. Nur, das steht unten, das liest dann keiner. Das ist kein unabhängiges Research. Punkt. Wir gehen auf den nächsten drauf und das ist Plug Power. Für welche Gattung von Aktien steht Plug Power? Für Unternehmen, die nie Geld verdienen. Nie. Plug Power gibt es nämlich schon so lange. Ich gehe mal in den Monatschart. Ja, das war wahrscheinlich hier eine Frage, deswegen guck mal. Da gab es Plug Power schon. Gibt es seit 23 Jahren. Niemals Geld verdient. Brennstoffzellentechnologie. Aber schaut euch mal an, welche Art von Brennstofftechnologie. Und jetzt tue ich Ihnen vielleicht Unrecht, deswegen Ironie an. Das größte Projekt, was Plug Power hier vorzuweisen hat, ist
eine Absichtserklärung, dass das sechstgrößte indische Busunternehmen diese Brennstoffzellentechnologie mal ausprobieren möchte. Ironie, Ende. Muss ja immer vorsichtig sein. Plug Power, wenn wir uns die Earnings Estimates anschauen, ja, völlig überraschend, immer noch ein Minus. Die Margen sind katastrophal und das schon seit Ewigkeiten. Deswegen brauchte Plug Power in all diesen Zeiten auch immer frisches Kapital. Weil ein Unternehmen wie Plug Power, wenn es irgendwo hinginge, um sich Geld zu leihen, dafür garantiert relativ hohe zweistellige Zinsen bezahlen würde, können sie den Kapitalmarkt nicht anzapfen. Was müssen sie also machen? Kapitalerhöhung, um euch anzuzapfen. Ja, Kapitalerhöhung heißt, es gibt mehr Aktien, ihr dürft die zeichnen. Meist findet man irgendeinen, der dann auch einen Teil zeichnet, um ein bisschen Zuversicht zu schaffen. Aber am Ende des Tages habt ihr dann mehr Aktien, das heißt, euer Anteil wird weiter verwässert. Ich denke, wir werden in ein paar Jahren über Plug Power sprechen und dann wird Plug Power auf einem tieferen Niveau notieren, weil du, egal welches Geschäftsmodell, egal welche Zukunftstechnologie, irgendwann mal damit Geld verdienen musst. Und deswegen gibt es Forschung an Universitäten, da weiß man von vornherein, ja, das soll ja auch dann Geld kosten und das Ziel ist, gewisse Forschungsziele dann zu beweisen oder zu erreichen. Aber bei einem Unternehmen, was an der Börse notiert ist, habe ich doch die Erwartungshaltung, dass irgendwann Geld verdient wird. Und wir dürfen nicht vergessen, in all diesen Jahren gab es ja durchaus sowas wie einen Wasserstoff-Hype. Geld verdient haben sie trotzdem nicht. Warnung vor Unternehmen, die kein Geld verdienen. Sollte Plug Power irgendwann den finanziellen Turnaround schaffen, dann muss ich meine Meinung revidieren. Es geht auch nicht explizit um Plug Power, sondern um Unternehmen, bei denen mehr rausgeht, als es reinkommt. Und finally, wenn ich die hier so durchgehe, klar, könnte man hier noch Story Stocks machen, nehmen wir aber Nikola. Nikola Motors bzw. Nikola Corporation. Wochenchart, um das darzustellen. Und was ist das für eine Gattung von Unternehmen? Unternehmen, bei denen zumindest mal sehr viel Rauch bestand. Ihr erinnert euch vielleicht an den CEO, der ist bestraft worden, der hat, weiß ich, viel am Ende des Tages übrig geblieben ist. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt nicht immer, aber in 9 von 10 Fällen ist es tatsächlich so. Das ist meine Erfahrung in den letzten 25 Jahren und ich lasse von diesen Unternehmen dann die Finger. Weil ihr euch ja immer fragen müsst, wenn ihr kauft, warum sollte jemand sich langfristig mit einem stattlichen Betrag an einer Firma beteiligen, bei der sie sich A, nicht sicher ist aufgrund des Geschäftsmodells und B, sagt, bei denen, die hatten schon mal Dreck am Stecken. Manchmal ist das zu pauschal, ganz klar. Deswegen sage ich ja, 9 von 10. Aber dieses eine Unternehmen zu identifizieren, bei dem man sagt, na, aber trotzdem, jetzt ist es besser. Ehrlicherweise könnte ich sogar sagen, 10 von 10. Mir fällt keines ein, es sei denn, das Unternehmen wird dann übernommen. Das steht bei Nikola ganz sicherlich nicht auf der Tagesordnung. Oder ist es nur noch der Mantel und es gibt eine Umbenennung, dann will ich nichts sagen. Aber leider Gottes vergisst die Börse nicht. Insofern ist das die 5. Gattung von Unternehmen, von denen ich die Finger lassen würde. Und jetzt schreiben mir wahrscheinlich als erstes die hier unten rein, die sagen, ja, Inokan Pharma, hast du nicht mitbekommen, hier die Zulassungswelle im Marihuana-Cannabis-Bereich, kommt doch jetzt die Zulassung. Ich habe euch schon, und das ist ein bisschen klugscheißerig, gebe ich zu, vor ein paar Jahren ein Video gemacht, dass ich keine einzige Cannabis-Aktie kaufen würde, schlicht und einfach, weil sehr, sehr viele Wettbewerber darauf warten, dass es hier und dort eine Zulassung gibt. Das heißt, selbst wenn überall diese Zulassung käme und so wie sie bei uns gestaltet wird, ist ja schon wieder sowas von deutsch. Ich glaube, du musst einen Verein machen, bei dem darfst du dann anbauen und im Umkreis von 30 oder 60 oder 100 Metern konsumieren. Also wirklich nur eine deutsche Behörde kann auf die Idee kommen, so etwas so schwierig zu machen. Aber ja, ist es wie es ist. Ich glaube, dass die Branche immer noch nicht auskonsolidiert hat. Die Margen sind deutlich gesunken. Das heißt, selbst wenn hier Geld verdient wird, ich sehe hier keinen Highflyer. Selbst diese Schaufelverkäufer, also diejenigen, die die Gewächshäuser zur Verfügung gestellt haben, selbst die sind massiv unter Druck geraten. Und von daher, ja, also
Schreibt mir gerne unten rein, wenn ihr irgendwo investiert seid und wenn ihr anderer Meinung seid. Ansonsten nehmt es bitte als Warnung, als 90% Warnung, dass man mit diesen Aktien mittel- und langfristig kein Geld verdient. Meiner Meinung nach. Das war's für heute. Bis dann und ciao.